Herzlich willkommen bei Autark, dem E3DC-Magazin. Diesmal nicht aus dem E3DC-Theater in Osnabrück, sondern wir befinden uns in der Schweiz, in Zürich, bei der Firma Windgate. Und wie der Name schon sagt, verkauft die Firma Windgate vor allen Dingen Photovoltaik und Hauskraftwerke. Chef davon ist Luis Garavito. Er ist der Hausherr hier heute im Studio. Danke, Herr Garavito, dass wir da sein werden. Wir haben eine tolle Runde zusammen hier bei uns im Studio. Herr Garavito, wie läuft denn die Energiewende in der Schweiz? Was kriegen Sie denn verkauft? Also sie läuft relativ mühsam, wenn man ganz ehrlich sind. Aber ich glaube, dass man muss vielleicht die Frage umstellen, was sind die guten Gründe, die wir machen müssen, um die Energiewende zu erreichen. Und ich glaube, dass das Ziel kommen wir näher. Die Bevölkerung hat sich auch in den vergangenen Jahren mehr auch über die erneuerbaren Energien informiert. Und zu Ihrer Frage, was Sie gestellt haben im Verkauf, das ist heute wirtschaftlich immer noch einen steilen Weg, den wir da noch gehen müssen. Aber die meisten Kunden, die wir in der Schweiz betreuen, die haben auch andere Aspekte, die Sie berücksichtigen. Und das ist vor allem in der Schweiz die Unabhängigkeit. Ah, oh, klar, Schweiz Unabhängigkeit. Das hätten die Zuschauer in Deutschland auch gleich wieder so gesehen. Unabhängige Schweiz. Unser Thema heute in der ersten Sendung. Wir machen drei Sendungen hier aus der Schweiz. Überbegriff ist Energiewende in der Schweiz. Und in unserer ersten Sendung wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie positioniert sich die Schweiz eigentlich international beim Klimaschutz? Wo steht man bei der Energiewende und wo möchte man eigentlich vorankommen? Das ist Thema der ersten Sendung und ich habe tolle Studiogäste, kompetente Studiogäste. Dr. Frank Rutschmann sind beim Bundesamt für Energie, Leiter der Sektion Erneuerbare Energie. Wie ist das eigentlich bei Ihnen im Bundesamt für Energie? Wie ist die erneuerbare Energie angesehen? In Deutschland wird es ein bisschen schwierig. Beim Energieministerium dort spricht man inzwischen immer von den Erneuerbaren als additive Energie. Also das ist schon ein bisschen schäbig. Wie ist es eigentlich hier in der Schweiz? Ja, bei uns ist es etwas anders. Die Wasserkraft hat in der Schweiz seit langem eine lange Tradition. Das heißt, es gibt schon sehr lange eine Abteilung Wasserkraft im Bundesamt für Energie. Etwa 60% der Stromversorgung oder der Stromproduktion in der Schweiz stammt aus Wasserkraftwerken. Und die mussten schon sehr früh, musste da der Bund, der Staat gewisse Dinge anschauen, vor allem was die Sicherheit anbetrifft, der Stauseen etc. Das heißt, die erneuerbaren Energien haben eine lange Tradition. Die neuen erneuerbaren Energien, die gibt es noch nicht so lange im Bundesamt für Energie, seit etwa 15 Jahren und sind natürlich ständig wachsend. Ja, bei den Erneuerbaren, klar, es gibt viel Wasserkraft. Hat man dann in der Schweiz so hier die Auffassung, ach, wir sind ja so gut mit den Erneuerbaren, so viel müssen wir gar nicht tun? Ja, diese Auffassung gibt es in der Politik durchaus. Es gibt viele Leute, die sagen, die Kombination Wasserkraft und Kernenergie ist eine sehr saubere Kombination und da braucht es jene Dinge, die man in anderen Ländern eben zubauen möchte oder stärker zubaut, braucht es in der Schweiz nicht. Diese Meinung gibt es, aber es ist nicht die Meinung des Bundesrates und auch nicht die Meinung des Parlaments. Wir wollen auch neue erneuerbare Energien in der Schweiz. Das ist klar. Und wir werden dann sehen, wenn das Schweizer Volk allenfalls abstimmt im Mai des nächsten Jahres über die Energiestrategie, ob wirklich auch die Bevölkerung dieser Meinung ist. Meine Prognose ist da relativ optimistisch. Okay. Neben mir steht Gianni M. Operto. Ich lese mal kurz vor, welche Funktion er hat. Das kann sich ja kein Mensch merken. Was auf meinem Zettel steht. Herr Gianni M. Operto ist Präsident der AEE Swiss, Energiefachmann und ehemaliger Direktor des EWZ. Herr Operto fungiert als Präsident des Verwaltungsrats der beiden Zürcher Jungunternehmen GreenTech AG und Adaptricity AG. Er ist Beirat der Münchner Caterva GmbH und der Aachener Procom GmbH. Dauert noch ein bisschen, nehmen Sie sich Zeit, holen Sie sich was zu trinken. Bei der Werner-Siemens-Stiftung ist er als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats tätig. Des Weiteren ist Operto Mitglied im Lenkungsausschuss von SCCER Storage, Swiss Competence Center for Energy Research. Sie, liebe Zuschauer, werden sich die gleiche Frage stellen wie ich. Herr Operto, wann schlafen Sie eigentlich? Meistens wacht.
Meistens nachts. So dann. 1-2 Stunden, ja? Ja, so viel. In Deutschland würde man ja sagen, Ämterhäufung so ein bisschen, ne? Ja, man kann sich organisieren und dann geht das gut. Es ist wichtig ist, dass man von Begeisterung getragen wird. Das ist die größte erneuerbare Energiequelle, die man hat als Mensch. Und dann schafft man das gut. Also es reicht eigentlich immer noch, um genügend mit dem Hund spazieren zu gehen. Ja. Sie sehen ja wirklich aus wie ein Geschäftsmann, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist denn in Ihrer Entwicklung schiefgelaufen, dass Sie für erneuerbare Energie sind? So ein schöner Ölkonzern wäre doch viel lohnender für Sie, oder? Das kann sein. Ich lebe eigentlich ganz gut. Natürlich könnte ich noch ein paar Millionen gebrauchen. Ich hätte da ein paar Ideen, was ich damit tun könnte. Aber ich bin eigentlich mit meinem Leben und mit dem, was ich erreicht habe, sehr zufrieden. Ich glaube nicht, dass es an mangelndem Wohlstand liegt. Wo hat es denn für Sie Klick gemacht, wo Sie sagen, ja, das müssen wir eigentlich machen mit der Energiewende? Als Ingenieur wird man geboren. Das ist meine These, das kann man fast nicht lernen. Das okay. hat Vor- und Nachteile. Nachteile ist, dass man eigentlich immer zum akademischen Proletariat gehört, aber der Vorteil ist, Technik ist total faszinierend. Und man ist immer interessiert an etwas Neuem, was kommt an Neuem hervor, wie kann ich damit ein gutes Produkt gestalten, und entsprechend ist bei mir die Begeisterung für erneuerbare Energien sehr früh entstanden. Ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, ich habe in meinen Sturm- und Drangjahren sehr viel Ausdauersport getrieben und dann ist man sehr viel draußen in der Natur und dann hat man natürlich grundsätzlich eine Sympathie für etwas, was der Natur zugutekommt. Also was Sie gerade sagen, das gefällt mir total gut, weil mir geht es eigentlich auch so, gerade wenn man sagt, okay, so ein olles Stück Kohle, ja, was man so verbrennen muss, dann kommt da so ein dreckiger Kram raus und dann wissen Sie als Ingenieur, wir haben eigentlich alle Technologien in der Hand, um es anders zu machen. Das kann man dann als Ingenieur eigentlich nicht einsehen, dass die schlechtere Lösung in der Gesellschaft gegangen wird. Was man als Ingenieur fängt man an, mit schlichter Begeisterung für die Technik. Und irgendwann in der Karriere lernt man, dass es auch noch wirtschaftliche Aspekte hat, die durchaus auch Bedeutung haben. Und dann kommt die Frage, wird denn überall richtig gerechnet? Und bei der Kohle haben wir die berühmten externen Kosten, die halt nirgendwo aufscheinen. Das ist dann zum Beispiel, wenn ich ein Wasserkraftwerk baue, ist es völlig unbestritten, dass ich für die Nutzung des Wassers den Anliegergemeinden einen Wasserzins zahle. Dafür, dass ich das Wasser der Öffentlichkeit wegnehme, über eine bestimmte Strecke. Ich gebe es dann wohl in der gleichen Qualität wieder zurück, weiter unten, aber zunächst mal nehme ich etwas weg, dann muss ich Wasserzins bezahlen. Völlig unbestritten. Bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern nehme ich der Öffentlichkeit sauberen Sauerstoff weg, ich gebe ihn als irreversibles CO2 zurück, geschädigt, irreversibel, aber dafür was zu bezahlen? Nee, um Himmels Willen, wo kämen wir da hin? Ja? Also das sind die ungleichen Spieße, die man hat. Und da hat der Professor Wüstenhagen von der HSG gestern in der NZZ in einem Interview sehr, sehr treffend gesagt, wenn da immer über die Fördermittel gejammert wird, die man den Erneuerbaren zukommen lässt, er sagt, es gibt eben ungleiche Spieße und solange die konventionellen Energieträger nicht für ihre externen Kosten nicht zur Rechnung gezogen werden, solange muss man halt einen Ausgleich schaffen für die übrigen. Also ich bin eigentlich der gleichen Meinung wenn alle Energieträger alle ihre Kosten selber bezahlen müssten, und das schließt dann zum Beispiel bei der Nukleartechnik die vollständige Versicherung ein, dann brauchen die Erneuerbaren keine Förderung mehr. Dann sind die heute, so wie sie sind, wettbewerbsfähig. Herr Operto, ich fahre nachher mit dem Zug nach Deutschland zurück. Ich nehme Sie gleich mit, weil ich mache keine Veranstaltung mehr ohne Sie, weil das brauchen wir als Argumentation auch und gerade in Deutschland.
Neben Herrn Operto steht David Stickelberger. Er ist Geschäftsführer von Swiss Solar. Das ist der schweizerische Fachverband für Sonnenenergie. Und von der Biografie ist es so ein bisschen gelaufen wie bei Herrn Operto. Herr Stickelberger hat mir gesagt, Sie waren eigentlich schon im Gymnasium auf anderen Wegen. Genau, da gab es eine Geografielehrerin, die war glühende Befürworterin der Atomenergie. Ich habe das irgendwie nie richtig abgenommen und habe da ziemlich heftig immer gegen sie diskutiert und Gegenargumente gebracht. Habe mich schlussendlich nicht davon abgebracht, selber Geografie zu studieren. Das war mein Weg in den Bereich Umwelt und dem bin ich treu geblieben. Und zwischendurch habe ich dann mal noch bei Greenpeace gearbeitet, 5 Jahre lang und dort für Klimaschutz und erneuerbare Energien gekämpft und so bin ich dann mit der Zeit in die Solarbranche hineingekommen. Ich glaube daran, dass neben der Wasserkraft bald mal die Solarenergie die wichtigste Energiequelle der Schweiz sein wird und dafür kämpfen wir. Es gibt noch einige Hürden zu überwinden, aber da sind wir auf dem Weg dazu. Wenn man in der Schweiz bei Greenpeace war, gehört man dann zur extremistischen Ecke oder ist das hier tolerant in der Schweiz? Als ich damals dort gearbeitet hatte, war das schon noch so ein bisschen suspekt. Aber inzwischen ist es, glaube ich, anerkannt, dass Greenpeace ein wichtiger Player ist. Ja. Nun haben wir ja gerade eine Volksabstimmung hier in der Schweiz gehabt und haben gehofft, in Deutschland, wir haben gehofft, Mensch, die Schweizer sagen jetzt auch Schluss mit der Atomenergie. Warum ist das jetzt eigentlich schiefgegangen? Ja, ich denke, die Initiative war ein bisschen ungeschickt formuliert. Also einer der wichtigsten Gründe ist, dass man gesagt hat, Atomkraftwerke, die zum Zeitpunkt der Abstimmung die 45 Jahre der maximalen Laufzeit gemäß der Initiative erreicht hätten, die müssen dann innerhalb eines Jahres stillgelegt werden. Und das gab natürlich den Gegnern der Initiative viele Argumente zu sagen, nein, das ist unsicher und damit wird die sichere Stromversorgung gefährdet und so weiter. Wenn man das ein bisschen geschickter formuliert hätte, ich bin überzeugt, dann hätten wir die Initiative gewinnen können. Zuschauer kennen schon Dr. Andreas Piepenbrink aus unseren Sendungen aus Osnabrück. Herr Piepenbrink, Energiewende-Technologie ist ganz oft noch Technologie aus der Bundesrepublik. Ihre Hauskraftwerke gibt es mittlerweile auch in der Schweiz. Ist die Schweiz für Sie eigentlich ein Markt? Passiert da was? Ja, die Schweiz ist ja hochinteressant für uns. Ich meine, wir haben fast 200 Geräte dort laufen in Marktanteilen E3DC. Wir verkaufen jedes 20. Gerät in die Schweiz und die Schweiz ist für mich ein hochinteressanter, aber auch sehr anspruchsvoller Markt, weil Schweiz hat ja jetzt schon einen hohen Wasserkraftanteil und 70% Berge und der Schweizer Kunde ist ein sehr anspruchsvoller Kunde, weil er eben den Anspruch hat, dass er möglichst wenig Strom verkaufen und möglichst viel selbst verbrauchen möchte und er macht das in Leistungsklassen, die wir uns ja die letzten 2 Tage auch angesehen haben, die sind für deutsche Verhältnisse schon Kleingewerbebetriebe und da braucht man natürlich sehr leistungsfähige Geräte und Herr Operto hat es gesagt, ich bin letztlich auch als Ingenieur immer noch tätig, Gott sei Dank, und mache das gerne. Aber wenn wir nicht so leistungsfähige Technologie entwickelt hätten bei E3DC, dann würde man uns in die Schweiz gar nicht reinlassen, beziehungsweise wir würden gar nicht verkauft. Wir waren ja jetzt 2 Tage zusammen in der Schweiz unterwegs und Herr Garabito hat uns in so ziemlich jeden Schweizer Keller gesteckt, wo Ihre Geräte stehen. Und interessanterweise haben wir gesehen, hier laufen eigentlich größere Anwendungen. Farming, wir haben große Häuser gesehen. Die Anwendung ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, ich als Deutscher, mich jetzt über die Schweizer Energieversorgung privat zu äußern, ist natürlich auch riskant, aber das, was ich gesehen habe, waren hohe Anteile von Wärmepumpen, relativ große Gebäude im Vergleich zu Deutschland, insbesondere an der Goldküste des Zürichsee. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Energieverbräuche, die wir so in Deutschland haben, bei der Hälfte liegen, weil einfach kleiner gebaut wird und ja, es sind sehr anspruchsvolle Dinge, die hier laufen. In der Schweiz beispielsweise haben wir ja auch Anwendungen gesehen, wo Netzanschlüsse gemeinsam veranlagt sind. Und der Schweizer denkt einfach anders. Ich habe Fassaden-Solaranwendungen gesehen, wo aus rein wirtschaftlichen Gründen, die würden in Deutschland nicht realisiert. Und mich hat das ziemlich stark beeindruckt zu sehen, wie der Schweizer Privatier sozusagen tickt, wenn er seinen eigenen Strom macht, speichert und den für Wärme aufwendet. Und er geht da ganz anders ran. Er möchte maximalen Eigenverbrauch. Und Sie wissen, die Strompreise der Schweiz sind jetzt auch eher rückläufig und insbesondere bei den halben Kosten der Bundesrepublik. Und
Einfach mal von den Menschen zu hören, warum sie das machen, ist schon beeindruckend. Und da freut man sich umso mehr, wenn das dann verkauft wird. Und die Gäste hier wissen das viel besser als ich, deshalb sollten die vielleicht mal sagen, wie sie das mit der Speichertechnik sehen. Herr Operator hat sich schon gleich gemeldet. Ich wollte nur noch ein bisschen Zusatzargumente liefern zu dem, was Herr Dr. Piepenbrink gerade gesagt hat. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, die Elektrifizierung der Schweiz hat in St. Moritz mit einem kleinen Wasserkraftwerk begonnen. Die erste größere Anwendung von elektrischer Energie, die geschah in Ende der 1880er Jahre hier in der Stadt Zürich, als aus einem Wehr, das eigentlich für die Seespiegelregelung zu einem Wasserkraftwerk umgebaut wurde, für die öffentliche Beleuchtung. Bereits damals hat die Stadt Zürich beschlossen, dass alle Kabel unterirdisch verlegt werden. Die Stadt Zürich wollte keine Kabel sehen und das ist heute noch so. Also die einzigen Kabel, die man sieht, die sind von den Trams und von den Bundesbahnen. Alles andere ist unterirdisch. Man hat dann relativ früh angefangen, Wärme aus Elektrizität zu propagieren. Also damals gab es das Schlagwort, die Schweiz hat weiße Kohle. Der Schnee, das ist die weiße Kohle, mit dem können wir Strom machen und mit dem können wir Wärme machen. Das war natürlich bis in die 60er Jahre war das ausschließlich Widerstandswärme, was heute natürlich ökologisch als sehr verwerflich gilt, richtigerweise. Aber von daher hat einfach grundsätzlich Wärme aus Strom einen sehr guten Ruf. Und als dann die Wärmepumpen kamen, hat man diese neue Möglichkeit mit offenen Armen empfangen. Man hat nicht ganz immer sehr sorgfältig geschaut. Also es gibt viel zu viele Wärmepumpen noch in der Schweiz mit einer viel zu niedrigen Arbeitszahl. Aber die neueren, die installiert werden, das sind alles Vorzeigeanlagen. Ja. In der Übergangsphase gab es halt, also nur eine Wärmepumpe allein macht es noch nicht ökologisch gut. Die Technik hat das Potenzial, aber die neuen Anlagen, ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das ist natürlich der Weg, oder? Und deswegen sieht man in der Schweiz auch eine hohe Dichte an Wärmepumpen. Ja, das war interessant, da sahen Sie das Richtige. Also Herr Dr. Piepenbrink, das war für uns auch so ein Effekt in den vergangenen 2 Tagen. Wir haben alle Häuser, die wir besucht haben, haben praktisch Wärme über Wärmepumpen gemacht. So, und in Deutschland ist ja immer so, ja, Wärmepumpen machen wir, wenn wir regenerative Energie irgendwie zur Verfügung haben, machen wir mit. Hier hängen viele Wärmepumpen knallhart am Netz dran. Der Strompreis ist auch günstiger als in Deutschland. Also Dr. Piepenbrink, Wärmeerzeugung über Wärmepumpen, das ist hier in der Schweiz teilweise schon Standard und voll durchgesetzt, oder? Ja, das ist sehr beeindruckend und noch beeindruckender ist, dass die Schweiz ganz anders tickt bei der Produktion der Photovoltaik. Sie baut die Anlagen einfach flacher, sie baut sie sehr stark in Flachdächer, also fast unsichtbar oder in Fassaden und hat dadurch den typischen deutschen Mittagseinspeisepeak vielleicht nicht ganz so ausgeprägt und ist einfach auch für Morgen- und Abendverbrauch schon durch die Ausrichtung der Anlagen sieht man sozusagen die Ausrichtung auf Selbstverbrauch. Und wenn man mit den Leuten spricht, auch den vielleicht etwas besser betuchteren Menschen, dann merkt man einfach, dass die gar nicht so sehr auf Verkauf oder auf reine wirtschaftlichen Verkauf ausgerichtet sind, sondern einfach die Frage stellen, wie können sie ihren Eigennutzen maximieren, ja? Und wenn Sie dafür noch mehr Speicher brauchen oder wenn Sie da einen Swimmingpool mit bestromen, dann ist das für die auch kein Problem. Die eigentliche Frage ist nur, warum macht Deutschland das nicht ein bisschen ähnlich? Ja? Weil wir bauen ja sehr stark auf Einspeisung und das ist mir in den letzten 2 Tagen einfach klar geworden, dass das vielleicht auch in Deutschland der falsche Weg ist. Ja, vielleicht in Ergänzung. Die Schweiz hat auch eine Einspeisevergütung und sehr viele Anlagen wurden im Hinblick auf diese Einspeisevergütung gebaut. Allerdings hat diese Einspeisevergütung ein großes Handicap. Man kriegt die nicht einfach, sondern man muss sich in einer endlos langen Warteliste nach vorne arbeiten. Da gibt es Anlagen, die heute gebaut werden oder Anlagen, die vor 2 Jahren gebaut wurden. Herr Garabito, Sie erinnern sich, welche? Genau. Die werden möglicherweise gar nicht mehr in die Einspeisevergütung kommen, bis dieses System überhaupt aufhört. Und damit kommt natürlich dann die andere Frage, ja, was mache ich denn jetzt mit dieser Anlage?
Und wenn Sie heute eine Photovoltaikanlage bauen, dann ist das in der Regel, sind die Stromkosten, die Sie dann haben, tiefer als die Netzkosten. Und damit wird der Eigenverbrauch sehr attraktiv. Wenn Sie sich jetzt einfach eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen und ohne viel zu überlegen weiterleben wie bisher, dann kommen Sie auf einen Eigenverbrauchsanteil von 20-25%. Wenn Sie weiterkommen wollen, dann müssen Sie sehr diszipliniert sich überlegen, wann Sie welche Anwendung starten und betreiben. Das ist unbeliebt. Die Leute möchten eigentlich ihre Freiheit haben, dann den Geschirrspüler zu betätigen, wenn sie es als notwendig erachten. Und wenn Sie da weiterkommen wollen, dann müssen Sie einen Speicher haben. Jetzt ist natürlich, je größer der Speicher, desto mehr Flexibilität bekommen Sie. Dann können Sie auch mal ein paar Tage überleben, wo die Sonne überhaupt nicht scheint. Je größer der Speicher, aber desto teurer wird es. Und diese Wirtschaftlichkeit alleine für den Eigenverbrauch ist heute noch nicht gegeben. Es gibt aber Zusatzanwendungen für diese Speicher, die man fahren kann, die zusätzliche Erträge bringen, indem man zum Beispiel am Regelenergiemarkt teilnimmt. Und dann wird die ganze Sache heute wirtschaftlich attraktiv. Ich sehe die ganze Entwicklung mit dieser Optimierung des Eigenverbrauchs, die momentan läuft, mit einer gewissen Sorge. Es ist tatsächlich so, heute baut man möglichst knapp dimensionierte Anlagen. Man sieht auch beispielsweise ganze landwirtschaftlichen Gebäude, wo beispielsweise nur noch ein Drittel des Dachs mit einer Photovoltaikanlage belegt ist. Der Rest ist wieder ist frei, wird nicht bebaut. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen möglichst viel große Anlagen, möglichst vollständig belegte Dächer, weil wir müssen ja nicht nur die Atomenergie ersetzen mit erneuerbaren Energien, sondern wir müssen auch die ganzen fossilen Energien ersetzen. Wenn ich kurz ausholen darf, es wird immer davon gesprochen, ja, die Schweiz ist schon sehr weit, wir haben ja die Wasserkraft, da sprechen wir immer nur vom Strom. Aber Tatsache ist doch, dass wir zu fast 80% in der Schweiz von nicht erneuerbaren, nicht einheimischen Energien abhängen. Und das ist zum ganzen, ganz großen Teil auch die, zum Beispiel Heizöl einerseits, Heizöl und Gas für die ganzen Heizsysteme. Natürlich kommt die ganze Mobilität dazu. Und die Tatsache ist, wir haben, wenn wir bei den Gebäuden bleiben, die meisten Gebäude sind weiterhin mit Öl beheizt. Und wo die Wärmepumpen reinkommen, das ist im Neubau. 80% oder mehr der Einfamilienhäuser, die neu gebaut werden, haben eine Wärmepumpe. Aber wer eine Ölheizung drin hat oder eine Gasheizung, der ersetzt sie meistens wieder mit einer Öl- oder Gasheizung. Und diesen Trend müssen wir brechen. Und da ist das in der Schweiz immer noch so? Das ist immer noch so, ja. Gerade mit dem tiefen Ölpreis, den wir jetzt haben, verstärkt sich dieser Trend sogar wieder. Das ist sehr besorgniserregend. Wir müssen diese fossilen Energien auch ersetzen und da wird auch die Photovoltaik eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen raschen Ausbau. Nicht möglichst kleine Anlagen, möglichst nur den eigenen Bedarf decken, sondern wir müssen eigentlich größere Anlagen haben. Deshalb ist das Fördersystem momentan nicht ideal. Wir haben diese Einspeisevergütung mit dieser bekannten Warteliste. Da hat man praktisch keine Chance mehr, jemals Geld zu bekommen. Als Ersatzinstrument hat man diese Einmalvergütung geschaffen, die momentan noch etwa 30% der Investitionskosten deckt. Da will man runterfahren auf etwa 25%. Und dann ist die Meinung, sollte die Rechnung aufgehen, wenn die Anlage knapp dimensioniert ist. Aber eigentlich ist das ein falsches Signal. Wenn das so ist, Herr Dr. Piebring, hat Herr Garabito uns eine Energiewende-Wunder-Disneyland hier vorgeführt mit Wärmepumpen-Wunderland. Sie wollten gerade noch was sagen. Ja, also ich stimme eigentlich zu allen Meinungen auch dazu. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn wir zu einem Kunden gehen, dann ist es ein persönliches Gespräch. Also wir sprechen nicht über diesen sehr noch großen Import an Rohstoffmaterialien. Wir sind sehr abhängig in der Außenpolitik. Und das ist schon richtig, was der Herr Stickelberger sagt, dass wir eigentlich ja mehr ausbauen müssen, um eigentlich diese Unabhängigkeit zu erreichen. Ich habe ja das ganz am Anfang gesagt, das ist eigentlich immer das größte Thema, diese Unabhängigkeit. Aber das Problem ist eigentlich momentan auch, dass am Anfang, Sie haben ja gesprochen, Herr Piepenbrink, dass wir ja Ost-West-Anlagen bauen, dass wir die relativ flach, gebäudeintegriert bauen.
das ist korrekt, das machen wir so. Das hat aber auch eine technische Seite, warum wir das so machen, weil wir ganz klar, und ich bin auch ganz klar der Meinung, dass das Ziel muss Eigenverbrauch sein. Das heißt, diese Energie, die ich auf dem Dach produziere, zu einem sehr hohen Prozentsatz auch selber gebrauchen. Und da braucht es andere Medien dazu, wie zum Beispiel der Speicher, der wurde auch schon erwähnt. Das ist ein ganz wichtiger Anteil dazu. Aber mit diesen Fördersystemen, die wir heute einfach haben, ist dieser großen Ausbau, den wir eigentlich machen müssten, einfach leider wirtschaftlich gar nicht mehr möglich. Und das Risiko tragen über die ersten 20, früher war das sogar noch 25 Jahre, der Investor, der diese Investitionen tätigen tut. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele Änderungen, die noch vorgenommen werden müssten, um eigentlich das Ziel, den wir ja erreichen möchten, quasi die Energiewende, die wir ja jetzt auch als Hauptthema da sprechen, noch einiges zu tun. Und da braucht es ganz viele Maßnahmenpakete, die noch ausarbeitet werden müssen. Ich habe ja gesagt, wir sprechen über das Thema Energiewende in der Schweiz. Wie positioniert man sich in Sachen Klimaschutz? Wir sind jetzt schon mitten beim Thema Energiewende in der Schweiz. Das wollen wir in der nächsten Sendung diskutieren. Da sind meine Studiogäste ein bisschen undiszipliniert gleich geworden. Aber das besprechen wir gleich noch. Ich wollte das Thema der Positionierung ansprechen. Herr Rutschmann, Sie haben ja gehört, wir waren jetzt hier in der Schweiz unterwegs und alle haben gesagt, ja, wir machen hier Unabhängigkeit und Freiheit. Also das ist sozusagen die freie Schweiz. Wir wollen uns eigenständig versorgen. Das haben wir bei den Leuten immer als Motiv gehört. Keiner hat gesagt, wir wollen es billiger haben, wir wollen es günstiger haben. Es ging immer Unabhängigkeit und Autarkie. Wie sieht es denn eigentlich in der Schweiz aus, Ihrer Einschätzung nach? Wenn Sie über Energiewende reden, spielen denn solche Fragen wie Klimaschutz hier überhaupt eine Rolle? Sehen Sie sich in einem globalen Kontext des Klimaschutzes? Oder sagen Sie, ach Gott, mit 52% regenerative Energie haben wir in Europa unsere Hausarbeiten schon gemacht? Ja, das ist natürlich sehr individuell. Also das kommt sehr darauf an, wenn man fragt, welche politische Partei auch man zum Beispiel dazu befragt. Nach der SVP frage ich lieber nicht. Ja, es gibt sicher jene, die sagen, wir tun schon genug, wir können weiterfahren wie bisher, das hat sich bewährt. Aber es gibt natürlich ganz viele, und ich glaube, es ist eine Mehrheit in der Schweiz, die sagen, jetzt gerade Klimaschutz, das ist etwas, wo wir etwas tun müssen, wo wir mehr tun müssen. Wir haben das Pariser Abkommen unterzeichnet, wir machen ein neues CO2-Gesetz, wo wir diese Ziele einhalten wollen oder sogar übertreffen wollen. Wir übernehmen auch Vorschriften aus der EU, zum Beispiel Emissionsvorschriften bei den PKWs. Aber eben gerade an diesem Beispiel bei den Emissionsvorschriften der PKWs zeigt sich dann, dass es ein schwieriger Weg ist. Zum Beispiel hat dort die Autolobby in der Schweiz erwirkt, dass man die Emissionsvorschriften bei den Personenkraftwagen etwas lockerer gestaltet, als es die EU will, weil man sagt, die Schweiz ist ein gebirgiges Land, wir brauchen leistungsfähige Autos, also mit Vierrad angetrieben und starken Motoren, die emittieren natürlich auch mehr. Deshalb kann man in der Schweiz nicht so strenge Vorschriften machen. Also in der Konsequenz, in der Praxis ist, also es gibt da wirklich eine Differenz zwischen dem, was die Leute wollen, nämlich mehr tun im Bereich Klimaschutz und dann eben den praktischen Konsequenzen, wo sie dann eben doch einfach auch auf Bequemlichkeit setzen und sich möglichst wenig bewegen wollen. Herr Rutschmann, wenn Sie die Emissionsvorschriften der EU übernehmen, kleiner Tipp, machen Sie es dann nicht wie Deutschland mit dem Umgang. Dann kriegen Sie so ein Problem wie mit VW und dem Dieselkram. Also das ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee, das irgendwie so zu machen. Aber Sie haben es gerade angesprochen, viele Umweltstandards sind tatsächlich auf EU-Niveau hier in der Schweiz. Ja, das ist richtig. Es macht keinen Sinn und es ist auch WTO-rechtlich relativ schwierig, eigene Vorschriften zu machen in der Schweiz. Wir lehnen uns da immer mehr der EU an, das einfach aus praktischen Gründen. Ich denke, dass die Industrie da durchaus ein Interesse hat, dass es einheitliche Vorschriften gibt europaweit. Das ist einfach gut fürs grenzüberschreitende Geschäft. Herr Stickelberger hat es gerade gesagt, 80% sind nach wie vor fossil, wenn man den gesamten Primärenergieverbrauch in der Schweiz eben nehmen. Gibt es das Bewusstsein, zu sagen, wir müssen für Klimaschutz wirklich was tun, wir müssen tatsächlich 100% regenerativ werden?
Ich glaube, es gibt Leute, die das sagen. Die sagen, wir müssen das zumindest versuchen. Es ist sehr schwierig, oder? Bei 80% fossiler Energie, die wir importieren, das zu ersetzen mit Erneuerbaren, das ist eine ganz große Herausforderung. Vor allem im Wärmebereich. Also bei den Brennstoffen, im Heizungs-, im Wärmebereich, bei den Treibstoffen ebenso. Da gibt es Dinge, die sind unterwegs. Gerade bei der Mobilität wird es eine Substitution geben der fossilen Energien durch Elektrizität. Mhm. Das wird kommen, hier hilft uns die Technik, oder? Aber also das ist eine sehr schwierige Sache, wenn man da auf eine 100% erneuerbare Energieversorgung, die dann erst noch einheimisch sein soll, umstellen möchte. So schnell geht das nicht. Mhm. Herr Stickelberger, ich bin Leser der Neuen Zürcher Zeitung. Ja? Und wenn man das dann liest, da steht dann immer so ein bisschen drin, oh, wie in der Schweiz, das läuft schon alles prima, das ist alles klasse, da brauchen wir gar nicht mehr so viel tun. Mein Gefühl, wenn ich sozusagen extern gucke aus Deutschland in die Schweizer Medienlandschaft, dann kann ich eigentlich so diesen Drive Richtung Klimaschutz, Pariser Klimaschutzabkommen, wir in der Schweiz müssen vorangehen, kann ich eigentlich nicht sehen. Wie schätzen Sie das ein? Das schätze ich ähnlich ein. Die Diskussion um das Pariser Abkommen hat noch nicht wirklich begonnen. Man hat freundlich genickt und gesagt, ja schön, dass man dieses Abkommen hat. Aber was es für Konsequenzen für die Schweiz hat, ist öffentlich noch praktisch nicht diskutiert. Weil kurz gesagt heißt es ja, die Umsetzung des Pariser Abkommens, maximal 2 Grad Erwärmung, besser nur 1,5 Grad Erwärmung, runtergebrochen auf die Industrieländer heißt das Dekarbonisierung bis Größenordnung 2050. Vollständiger Verzicht auf fossile Energien. Und das wurde in der Schweiz bis jetzt nicht diskutiert. Das ist sicher ein sehr schwieriger Schritt, das zu machen, aber es ist eine klimapolitische Notwendigkeit. Dem hat man eigentlich zugestimmt mit der Unterzeichnung des Protokolls. Ich hoffe, dass diese Diskussion jetzt endlich losgeht in der Schweiz, weil die Ratifizierung steht ja noch bevor. Es sind inzwischen ja mehr als 100 Länder, die bereits ratifiziert haben. Die Schweiz gehört noch nicht dazu. Nächstes Jahr wird das Parlament über das Klimaabkommen und die Änderung des CO2-Gesetzes beraten. Was bis jetzt von der Regierung her kommt, ist mager. Da steht unter anderem drin, man möchte bis 2030 den CO2-Ausstoß um 60% reduzieren. Tönt wunderbar. Wenn man dann genauer schaut, man möchte die Hälfte davon mit Zukauf von Zertifikaten aus dem Ausland, sprich Ablasshandel, erledigen und faktisch nur 30% bis 2030 reduzieren. 30% bis 2030, minus 100% bis 2050, das geht irgendwie nicht ganz auf. Also da stimmt der politische Fahrplan nicht überein mit dem, was eigentlich in Paris beschlossen und von der Schweiz mit unterzeichnet wurde. Herr Operto, wenn Sie mit der großen Fahne des Klimaschutzes in die Verwaltungsräte rennen, dann kommt bestimmt das Argument, oh, wir haben schon so einen starken Schweizer Franken, wenn wir jetzt noch in Klimaschutz investieren müssen, dann sinken die Exporthoffnungen der Schweizer Industrie noch weiter. Ist es das, was Sie zu hören bekommen? Wenn Sie natürlich nur mit Kosten argumentieren, dann ist das auch die richtige Antwort, die Sie dann bekommen. Sie müssen das auf der einen Seite mit einem mittel- bis langfristigen Kostenplan darstellen, mit den Einsparungen, die Sie machen können, möglicherweise auch mit dem Reputationsgewinn, den Sie darstellen können, und dann kommen Sie durch. Es gibt größere Firmen vom Finanzplatz Schweiz, die sich relativ kräftig in diesen Bereichen engagieren, angefangen bei den großen Versicherungshäusern, die in diesem Bereich eine zunehmend überzeugende Strategie fahren, ohne dass der Operto dort im Verwaltungsrat sitzt. Jetzt machen wir Herrn Stickelberger mal eine Freude an der Stelle der Sendung. Herr Garabito, wenn wir mehr Klimaschutz in der Schweiz wollen, dann ist die Photovoltaik doch das Mittel der ersten Wahl, oder? Ganz klar. Also wenn wir das wollen, dann ist der Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien, das ist nicht nur Photovoltaik, das ist Windkraft, das kann durchaus Wasserkraft sein, was ja sehr schwierig sein wird, Wasserkraft auszubauen. Aber das ist ein großer Anteil, den wir für den Klimaschutz beitragen können. Und da bin ich wieder der Meinung vom Herrn Stickelberger vorher, dass
Zurzeit tut man das wirklich spezifisch auf das Haus auslegen, das ist korrekt, das sehen wir mittlerweile und wir werden das immer mehr und mehr sehen, Dächer, die nur zu einem Viertel oder zu einem halben Teil eine Anlage errichtet worden ist, aber wenn wir diesen Klimaschutz wirklich wahrnehmen möchten, dann müssen wir im Bereich Erneuerbaren massiv ausbauen. Also da, das ist nicht nur ein kleiner Teil davon. Also aus der Ferne ist das auch wirklich so mein Gefühl, dass wir über Klimaschutz zwar all dieses Abkommen unterzeichnet haben, aber eigentlich noch nicht so richtig die Diskussion begonnen hat. Was für Konsequenzen hat das? Aber Dr. Piepenbrink, das ist, glaube ich, in Deutschland auch so ein bisschen ähnlich. Ne? Wir haben ja auch das Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Stattdessen, statt Ausbau des erneuerbaren Energie, das ist in Deutschland von 6% auf 1% pro Jahr zurückgegangen, haben wir in Deutschland massiv Braunkohlekraftwerke eröffnet und eröffnen weiter. Auch wir in Deutschland haben uns eigentlich der großen Debatte, was bedeutet das Klimaschutzabkommen, noch gar nicht richtig angefangen. Oder wie sehen Sie das, Herr Dr. Piepenbrink? Ich bin da nicht ganz so politisch unterwegs, aber ich sehe das einfach als Ingenieur und Bürger. Die Frage ist, welche Investitionen kann der Staat wirklich stoppen, die im Genehmigungsverfahren sind? Welche Investitionen kann er deinvestieren? Und da muss man halt als wirtschaftsliberaler Mensch auch sagen, die wenigsten. Ja? Also es ist ja ein Verdrängungswettbewerb letztlich von angebotenen Stromquellen. Hm. Und ich bin ja in einem sehr kleinteiligen Geschäft tätig und vielleicht darf ich auch mal Herrn Rutschmann eine Frage stellen, was mich sehr verwundert ist. Gestern hat uns ein Kunde erzählt, dass der Strom sogar günstiger wird in der Schweiz. Ja? Das heißt, ich verstehe gar nicht, wie der Strom in der Schweiz günstiger werden kann. Ja? Und Jahr für Jahr auch. Und vielleicht... Zumal das ja erneuerbare Energie ist und uns in Deutschland immer erzählt wird, erneuerbare Energie ist so wahnsinnig teuer und hier ist der Strom ja fast die Hälfte von Deutschland. Gut, ja, ich glaube, das, was angesprochen wurde, ist wahrscheinlich der Strommix. Also und das ist nicht erneuerbare Energie, sondern einfach der Standardstrommix des Stromversorgers. Das ist im Moment, gibt es noch keinen liberalisierten Strommarkt in der Schweiz, zumindest nicht für die Kleinkunden. Und dieser Preis, der da im Monopol angeboten wird, der ist in der Tat, kann der leicht sinken im Moment, weil die Netzbetreiber, also die den Haushalten den Strom liefern, da etwas diesen Preis jetzt etwas anders berechnen müssen aufgrund eines Bundesgerichtsurteils. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es eine kleine Senkung gibt. Aber der Marktpreis ist natürlich ein europaweiter Marktpreis und der ist einfach nach wie vor abgrundtief. Ja. Und das schadet der Entwicklung der erneuerbaren Stromproduktion am allermeisten. Und das ist, ich glaube, die größte Herausforderung jetzt im Moment. Sie kennen den Merit-Order-Effekt in Deutschland, dass die erneuerbaren Energieträger die Preise an der Strompreise nach unten drücken. Könnte es sein, dass die Schweiz durch die internationale Strombörse an dem vielen erneuerbaren Strom, der in Deutschland dazukommt, ein bisschen profitiert? Ja, das durchaus. Also die Effekte sind etwas schwierig einzuschätzen. Also das, was in den einzelnen Ländern in Europa passiert, hat natürlich am Schluss wird am Schluss im europäischen Strommarktpreis abgebildet. Und es ist dann noch schwierig zu sagen, welche Komponenten dann welchen Effekt haben am Schluss jetzt auch auf den Schweizer Preis. Aber ja, natürlich. Also wenn Sie von unserem günstigen Ökostrom in Deutschland profitieren, dann gebe ich Ihnen gleich meine teure Hotelrechnung aus der Schweiz rüber. Ja? Das ist ja nämlich sehr, sehr teuer, in der Schweiz zu wohnen. Sie wollten noch was sagen. Ich wollte nur noch eine kleine Ergänzung machen zur Diskussion um die neu zugebauten fossilen Kraftwerke in Deutschland. Es ist, wie der Herr Dr. Piepenbrink sagt, politisch natürlich sehr schwierig, ein bewilligtes Projekt als Politiker aufzuhalten oder als Verwaltung aufzuhalten. Das ist dann so gebaut. Und da muss man halt irgendwo auch darauf vertrauen, dass die entsprechenden Firmen und ihre Entscheidungsgremien genügend weit nach vorne schauen und sich überlegen, ob das Projekt noch sinnvoll ist. Jetzt offensichtlich haben das die entsprechenden Kraftwerksbetreiber haben beschlossen, dass sich das noch lohnt oder dass das Kraftwerk mindestens in den nächsten Jahren amortisiert werden kann und mal nach vorne schauen. Aus Sicht der Finanzwirtschaft würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wenn man so ein Kraftwerk, und ich bringe jetzt zum Beispiel das Beispiel
Kernkraftwerke sind ja ohne weitestgehende Staatsgarantien überhaupt nicht mehr finanzierbar. Siehe Hinkley Point in England. Mhm. Fossile Kraftwerke werden das in zunehmendem Maße auch so sein, weil der Investor oder der Kreditgeber im Hintergrund mögliche Risiken ins Pricing, also in den Zins, den er bezahlen muss oder bekommen muss, einpreist. Und wenn man jetzt einfach mal bedenkt, richtig bei fossilen Kraftwerken, also fossile Kraftwerke soll man bauen können, ich finde es nicht sehr gut, aber man soll es bauen können, aber dann soll man entsprechende Preise für die CO2-Zertifikate haben. Ja. Und im Moment ist natürlich der Markt geflutet mit CO2-Zertifikaten und deswegen sind die schlicht nichts wert. Ja. Also wenn man für ein CO2-Zertifikat irgendwann einmal einen Preis von wenigstens 30 Euro pro Tonne bezahlen müsste, dann würde sich die Rechnung sofort ändern. Und ein Finanzinvestor, der wird natürlich das Risiko, dass es politisch irgendwann mal diese Korrektur kommt, der wird das einpreisen. Kurze Schlussrunde noch. Sie haben es gerade so angesprochen. Ich habe so ein bisschen Verdacht, Herr Stickelberger hat es auch gerade gesagt, die große Diskussion zum Klimaschutz in der Schweiz hat noch nicht so richtig begonnen. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die Diskussion hier so läuft, nach dem Motto, Wasserkraft haben wir schon ganz viel. Die Atomkraftwerke laufen noch schön weiter, weil die stoßen auch kein CO2 aus. Und den Rest, den Herr Stickelberger kauft sich dann die Industrie mit billigen CO2-Zertifikaten. Ist das so der Stand der Diskussion? Das ist etwa die Diskussion, denke ich schon. Und es geht ja nicht nur um die Industrie, die das einkaufen kann, sondern es geht eben auch um die Mobilität und um die Beheizung der Gebäude, wo auch die Privaten betroffen sind. Und mindestens bei den Gebäuden haben wir wenigstens eine CO2-Abgabe. Da ist die Schweiz doch im Vergleich jetzt zu Deutschland führend, während das bei der Mobilität ein absolutes Tabu ist. Man kann keine CO2-Abgabe einführen. Da will sich niemand daran die Finger verbrennen, aber das müsste natürlich kommen. Darf ich noch kurz etwas zu Deutschland zurück sagen? Mhm. Also da denke ich, gerade auch in Umsetzung des Pariser Abkommens müsste jetzt ein Kohleausstiegsplan gemacht werde. Genau wie, wie man das bei der Atomenergie gemacht hat, müsste man sagen, schrittweise gehen wir raus aus den Kohlekraftwerken, zuerst mal die alten abschalten, die neuen kann man vielleicht noch länger laufen lassen, aber hier fehlt der politische Wille. Und da sind wir wahrscheinlich dann in den beiden Ländern in einer ähnlichen Situation. Man traut sich nicht, die wirklich heißen Eisen anzugehen. Bei uns ist es Mobilität, in Deutschland sind es die Kohlekraftwerke. Also wenn Sie einen Kohleausstieg in Deutschland jetzt hier verlangen in der Sendung, dann sind Sie nah beim Einreiseverbot bei uns dran. Ja? Das sollten Sie sich wirklich nochmal genau aber überlegen. Da ist die Schweiz Sie können mir ja hinterher sagen, ob ich das wirklich ausstrahlen soll. Ja? Aber da sind wir in der Schweiz ganz direkt davon betroffen, weil natürlich ach, Sie denken nur wieder an sich, das hätte ich ja auch denken, klar. Sie wollen nur nicht unsere Gegner wir bauen unsere Schornsteine 600 Meter höher, dann kriegen Sie alles ab. Unsere Gegner sagen immer, das sind die bösen Deutschen mit der Subventionierung der erneuerbaren Energien, die machen den ganzen Strommarkt kaputt, deshalb leidet die Wasserkraft. Jetzt kommt sogar ein hier nicht genannter Politiker, der verlangt Subventionen für die Atomenergie, solange bis die Deutschen aufhören mit dieser bösen Subventionierung. Und jetzt wird es ganz frech hier, ja? Was will Stickelberger? Haben Sie das gehört? Ja? Weg mit dem deutschen Kohlestrom, damit der Schweizer Wasserstrom teurer verkauft werden kann. Das kommt ja gar nicht in die Tüte. Nein, aber die richtige Lösung wäre ja weiterfahren mit der Förderung der Erneuerbaren in Deutschland, aber weg mit den Kohlekraftwerken. Dann ist der Überschuss weg vom europäischen Markt und es geht allem wieder besser. Jetzt höre ich auf mit der Sendung, weil sonst schaltet sich die NSA wieder ein bei solchen revolutionären Thesen. Wie die Energiewende in der Schweiz aussieht und was noch getan werden muss, das zeigen wir Ihnen in der nächsten Sendung. Hier wieder aus Zürich, aus dem Studio bei Windgate. Danke, dass Sie dabei waren. Das war Autark, das E3DC-Magazin.